Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schulungsvideo der Internet Blog Akademie. Mein Name ist Michael Fischel, Kurzfassung bitte einfach nur der Michi. In unserem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr eine Video-E-Mail von TalkFusion erstellen könnt. So, in dem Fall habe ich mich jetzt schon in mein Backoffice von TalkFusion eingeloggt. Wir klicken hierzu dann auf Videokommunikationscenter, um auch zur Video-E-Mail zu gelangen. Sobald das geladen hat, sehen wir jetzt auf der rechten Seite hier Englisch. Da wählen wir die Sprache Deutsch aus. Wie ihr seht, haben wir mehrere Sprachen zur Auswahl. Hier habt ihr die benutzerorientierte Vorlage. Da könnt ihr eure benutzerdefinierte Templates für die Video-E-Mail anfordern, die dann von TalkFusion erstellt wird. Hier habt ihr die Möglichkeit, euer eigenes Logo zu erstellen. Kommen wir jetzt zur Video-E-Mail. Dazu gehen wir hier mit dem Mauszeiger einfach drüber, klicken hier auf Video-E-Mails. Dann öffnet sich ein neues Fenster. So, hier sehen wir, das ist unser Baukasten für die Video-E-Mail. Wir können in verschiedenen Weisen das bearbeiten. Entweder wir bearbeiten das hier, jeden einzelnen Banner, oder wir können hier aus verschiedensten Vorlagen auswählen. Und wie ihr seht, wir haben hier auch wieder viele, viele verschiedene Sprachen. Von Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Chinesisch, Kroatisch und so weiter und so weiter. Wir wählen jetzt hier mal Deutsch aus. Und wir können hier erstmal den Banner selber bearbeiten und danach gehen wir mal hier ein paar Vorlagen durch. So, das eine, wir können hier einen eigenen Banner hochladen oder natürlich von TalkFusion einen auswählen. In dem Fall nehmen wir mal den, to stay connected. Dann hier natürlich das gleiche, hier können wir auch einen eigenen Schriftzug einsetzen, also wir können selber was reinschreiben. Ansonsten hier auch wieder irgendwas auswählen, nehmen wir mal. Ja, passt fast. Merry Christmas. Sind ein paar Tage zu spät dran, aber wurscht. So, das nächste. Hier nehmen wir mal Autos. Die mit der Dame hier. Wunderbar. So schaut es schon mal ganz nett aus. Wir können hier noch die verschiedenen Farben einstellen. Das klappt alles soweit sehr, sehr einfach und sehr, sehr intuitiv. Wenn wir das jetzt so haben wollen oder wenn wir das so lassen wollen, perfekt, dann können wir hier noch unsere Videos auswählen. Ich möchte aber jetzt eine andere Vorlage hernehmen. Und zwar klicke ich jetzt hier mal auf die Produktvorlagen von TalkFusion. Klicke hier auf das Connect. Hier ist ein Produktbanner von TalkFusion. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, noch wie in jedem anderen Template auch, wir können ein Video per Webcam aufnehmen, kurz irgendwas drauf sprechen, sowas wie, hey, lass uns doch zum Kaffee treffen, wenn wir ein anderes Template zum Beispiel hätten, oder hey, schau mal her, hier habe ich neue Informationen für dich, oder wie auch immer. Dann haben wir die Möglichkeit, per Video was hochzuladen, also vom Computer was hochzuladen, ein selbst erstelltes Video oder ein Video, was ihr euch gedownloadet habt. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Videos, die ihr bereits im TalkFusion Server, in eurem privaten TalkFusion Server hochgeladen habt, dort könnt ihr die Videos auswählen. Oder natürlich die professionellen Videos von TalkFusion nutzen. Hier gehen wir mal, weil wir jetzt sowieso schon ein TalkFusion Template ausgewählt haben, gehen wir doch mal auf die TalkFusion Products. Dort wählen wir Connect aus, das ist das neue Produkt von TalkFusion, was demnächst rauskommt. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, verschiedenste Varianten auszuwählen und natürlich uns eine Vorschau anzuschauen, wenn wir draufklicken. Das startet auch dann sofort los. Das gefällt mir, das nehmen wir. Dann wählen wir das hier ausgewähltes Video verwenden. Und dann wählen wir aber hier unten noch eins aus, und zwar TalkFusion Connect Showcase, und zwar in Deutsch. So, dann scrollen wir nach oben. Dann gewähltes Video, Video sortieren. Dort können wir jetzt, wenn wir mit der linken Maustaste auf eines dieser Felder draufklicken und halten, können wir das in die gewünschte Position reinstellen und dementsprechend wird es dann auch abgespielt. Ich möchte aber jetzt hier das Connect Introduction Video, möchte ich hier oben haben und danach möchte ich dieses Showcase für Deutschland, für in der deutschen Sprache haben. Danach sortieren einfach abschließen und dann startet das Video auch sofort. Hier kann man dann auf das nächste Video vorspulen bzw. springen. Hier haben wir die Möglichkeit, dann das Ganze in groß anzuschauen. Jetzt kommt der nächste Schritt, indem wir jetzt hier noch die Daten ändern bzw. Vielleicht noch was hinzufügen können. In dem Fall gehen wir hier oben, sobald wir ein Video hinzugefügt haben, erscheint hier oben diese drei Buttons. Da haben wir hier noch die Möglichkeit, noch weitere Videos von mir selber hinzuzufügen
oder weitere TalkFusion Pro-Videos hinzuzufügen. Hier können wir die Vorlage abspeichern. Wenn wir im Vorfeld, wie wir vorhin gesehen haben, das mit den Bannern gemacht haben, hier an der Seite dann noch die verschiedenen Bilder hinzugefügt haben oder gleich hier die Nachricht erstellen. In dem Fall ist es ja ein vorgefertigtes Template, was wir nicht großartig abspeichern können. In dem Fall Nachricht erstellen. Dann kommen wir auf das TalkFusion Studio. Hier können wir jetzt einstellen, was für Namen wir angezeigt haben lassen wollen. Wir können natürlich auch hier noch einen Geschäftsnamen eingeben oder nur den Geschäftsnamen, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, wo die Leute direkt draufklicken können und die E-Mail beantworten können. Oder natürlich auch eine Internetadresse, die wir hinzufügen können, zum Beispiel von eurem Blog, von eurem YouTube-Kanal oder einfach die TalkFusion-ID, wo die Leute sich dann über euch registrieren können. Hier haben wir die Möglichkeit, E-Mail einzugeben. In dem Fall gebe ich jetzt meine eigene E-Mail ein, weil ich möchte es nur an mich schicken jetzt. Dann klickt man hier auf dieses Postsymbol drauf. Dann ist diese E-Mail drin und alle E-Mails, die da drinnen sind, an die wird es dann rausgeschickt. Hier kann man natürlich jetzt noch Namen raussuchen, wenn man schon im Adressbuch von TalkFusion Namen oder E-Mail-Adressen hinterlegt hat. In dem Fall habe ich hier jetzt schon ein paar E-Mail-Adressen hinterlegt, beziehungsweise durch das Kontaktformular von TalkFusion bereits neue Kontakte generiert. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel rechts hier anklicken, dann erscheint hier rechts ein Downline oder hier das nächste. Und das werde ich aber jetzt wieder entfernen, weil ich möchte Ihnen jetzt nichts schicken. So, danach können wir jetzt hier noch zum Beispiel sehr geehrte Damen und Herren reinschreiben oder sowas. Oder hier in dem Betreff schreiben wir jetzt mal rein. Schulung, das Schulungsvideo, Video der Internet. Ja. Schreiben und sprechen gleichzeitig funktioniert wohl nicht so gut. Der Internet Blog Akademie. So, genau, TalkFusion Video E-Mail, das passt soweit. Dann können wir hier noch reinschreiben, sehr geehrte Damen und Herren. Und den Text, den ihr noch dazu haben wollt, der Text wird über der Video-E-Mail angezeigt, also darüber. Darunter kommt dann die Video-E-Mail an sich. Also wenn ihr noch einen lustigen Text oder sowas hinzuschreiben wollt, könnt ihr das gerne machen, kommt immer gut an. So, hier haben wir jetzt noch die Möglichkeit, wenn ihr das Kästchen wegklickt, verschwinden unter der Video-E-Mail Facebook und Twitter-Button. Ich lasse ihn immer gerne dran, da ich gerne den Leuten die Möglichkeit bieten möchte, zum Beispiel auf meine Facebook-Fanpage oder auf mein Facebook-Profil zuzugreifen oder auch in dem Fall beim Facebook-Fanpage könnten die dann mir noch Gefällt-mir-Angaben geben oder auf Twitter mir dann folgen oder hier noch mein TalkFusion-Blog anschauen, also mit den Videos, die ich auf die Fusion-Wall hochgeladen habe. In dem Fall möchte ich das aber jetzt nicht, den Blog entferne ich und deswegen soll jetzt nur hier Facebook und Twitter angezeigt werden. Da ich aber schon mehrmals immer wieder die Facebook-Fanpage eingegeben habe, gebe ich jetzt nur P ein, dann kommt hier schon meine Facebook-Fanpage. Hier mache ich einfach nur das M, dann kommt hier schon mein Twitter-Account, weil ich schon mehrmals immer wieder eingegeben habe und da merkt sich mein Browser das Ganze, wo hier was einzugeben ist. Hier bitte zu beachten, hier kommt http://facebook.com/ und dann einfach nur noch den hinteren Teil kopieren, den ihr hier verlinken wollt. Zum Beispiel von eurer Facebook-Fanpage, dann geht es hier los mit Pages und dann kommt halt der Name bzw. der restliche Link. Und bei Twitter einfach nur hinten dann noch der Benutzername hinzu, wie es halt oben in der Internetadresse angezeigt wird. Somit haben wir alles, wir schauen nochmal durch. Der Name haben wir reingeschrieben, die Handynummer haben wir reingeschrieben, die Internetadresse, wo die Leute draufklicken können und wir im Backoffice wiederum erfahren, wer sich alles von den Leuten, denen wir das zugeschickt haben, wer sich diesen Link näher angeschaut hat, also wer auf diesen Link draufgeklickt hat. Den Geschäftsnamen brauchen wir jetzt keinen. E-Mail-Adresse habe ich. Ich schicke es jetzt nur an mich. Hier können wir die E-Mail-Adresse normalerweise eingeben. Hier ist der Betreff. Und hier ist nochmal Text, wo ihr auch die verschiedenen Formate ändern könnt für die Texte. So, in dem Fall, so hier habe ich jetzt nichts eingetragen. Das passt. Das kann ich jetzt abschicken. Ihr könnt es natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt abschicken. So, Fenster schließen. Hier habe ich bereits meine Video-E-Mail bekommen, die ich mir jetzt persönlich zugeschickt habe. So sieht das Ganze aus. Hier können die Leute dann einfach in das Bild reinklicken. Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Video-E-Mail-Berichten. Und zwar jedes Mal, wenn ihr eine Video-E-Mail raushaut und euer Empfänger XYZ
sich diese Video-E-Mail anschaut, bekommt ihr in Echtzeit per E-Mail eine Benachrichtigung, XYZ schaut sich gerade ihre Video-E-Mail an. Dann könnt ihr noch ein paar andere Sachen nachprüfen und wo ihr das Ganze überprüfen könnt, zeige ich euch jetzt. Ihr loggt euch ganz einfach in euer TalkFusion Backoffice ein, klickt hier wieder auf Video-Kommunikations-Center, wie vorhin gesehen. Danach seht ihr hier unter Video-E-Mails, geht ihr hier unter Berichte und zwar hier auf Video-E-Mails. Dann wird euer Bericht geladen und das, was ihr halt jetzt den Monat oder die letzten Tage rausgehauen habt, in dem Fall zum Beispiel das Schulungsvideo der Internet Blog Akademie. Hier könnt ihr zum Beispiel noch sehen, erstens mal, wann es erstellt worden ist, zweitens einmal, hier könnt ihr nochmal euer Template selber anschauen, könnt das Video zum Beispiel nochmal zurückrufen, wenn ihr das wollt, oder erneut senden, dann müsst ihr das nicht nochmal von vorne anfangen. Hier könnt ihr das Ganze teilen, und zwar mit den verschiedenen sozialen Medien. Hier unter Tumblr, Facebook, Twitter, Gmail und noch viele, viele mehr. Ihr seht, da sind noch ein paar mehr. Das machen wir jetzt aber nicht. Und zwar, da. Ihr seht jetzt hier, es wurde einmal geschickt. Ich habe es jetzt einmal an mich persönlich selber geschickt. Hier könnt ihr dann nochmal überprüfen die verschiedenen Sachen. Die Opt-in-Formulare, also wenn sich jemand per E-Mail eingetragen hat, das wird aber dann erst interessant, wenn ihr ein Video-Newsletter mit einem Kontaktformular rausschickt. Das kommt aber in einem anderen Schulungsvideo dran. Hier wird gezeigt, wie oft sich die Person das angeschaut hat. Hier können wir draufklicken. Sehen wir zum Beispiel, ich habe es mir jetzt 4-mal hintereinander angeschaut zu verschiedenen Zeiten. Dann, wie hoch die Öffnungsrate war, wie oft ich auf den Link geklickt habe, den ich noch mit eingefügt habe, in dem Fall einmal. Und ihr könntet normalerweise dann hier noch sehen, wie oft diese Video-E-Mail weitergeleitet worden ist. Also eine ganz klasse Sache, damit könnt ihr wunderbar arbeiten. Wenn ihr nämlich eine Video-E-Mail raushaut an jemanden, zu dem ihr Kontakt aufnehmen wollt, ist das eine ganz klasse Sache, denn ihr bekommt ja sofort eine Nachricht, wann sich derjenige diese Video-E-Mail angeschaut hat. Dann könnt ihr nochmal anrufen und sagen, hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Michael Fischer. Was ich Ihnen vergessen habe, noch mitzuteilen, vielleicht haben Sie meine E-Mail schon gesehen. Und dann bist du sofort im Gespräch, ja, Herr Fischer, hab mir ja gerade Ihre Video-E-Mail angeschaut, schaut ja richtig klasse aus. Und dann bist du sofort im Gespräch. Das ist ein Beispiel, wie man diese Video-E-Mail nutzen könnte oder kann. So mache ich das zum Beispiel gerne. Wenn ihr im Videomarketing-Bereich unterwegs seid und ihr selber dieses Tool gerne nutzen wollt, ihr das noch nicht kanntet, könnt ihr gerne unterhalb dieses Videos auf den vorhandenen Link klicken. Der leitet euch direkt zu der TalkFusion-Seite weiter, wo ihr euch selber dieses Video-E-Mail-Paket kaufen könnt. Ihr könnt auch natürlich gerne mit mir Kontakt aufnehmen, mir noch ein paar Fragen stellen. Ich beantworte euch die gerne. So, das war's von meiner Seite her. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt uns den Daumen nach oben und ein freundliches Kommentar. Wir freuen uns immer wieder darüber. Wir beantworten auch gerne eure Fragen, wenn ihr noch mehr Fragen dazu haben solltet. Das war's von mir. Liebe Grüße aus München. Servus, euer Michi.